Und willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star! Und nachdem wir im letzten Part die nimmerfeuchte Wüste abgeschlossen haben, wollen wir uns doch in diesem Part, in dem Level 2 der Welt 2, ein wenig umschauen. Und zwar in dem Level Yoshi Sphinx. Ich bin gespannt, was uns erwarten mag. Und ja, auf jeden Fall wieder ein schönes, sandiges Level, wie man es halt von einer Wüstenwelt auch nicht anders erwarten würde. Yay! Wir haben eine kleine Münze, in der wir die Nuss von der Palme geschlagen haben. Und ja, mal gucken, was hier alles so auf uns warten mag. Oha. Schaut euch das an. Das sieht ja schon mächtig imposant aus. Und ja, in der Tat, denn hier ist viel, sehr viel Sand. Zack. Wir wollen aber erstmal hier weiterlaufen. Hier haben wir wieder ganz viele Hüpfbuschen-Sticker, wie wir sehen. Und die mag ich doch am allerliebsten. Zack. So, den nehmen wir uns auch nochmal mit. Flutsch. Immer her damit. Und ja, die Yoshi-Sphinx im Hintergrund gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Aber da wir hier mehr nicht haben, hüpfen wir einfach mal in die Röhre rein. Zack! Wo mögen wir denn nur rauskommen? An welchem Ort? Oh! Ah, okay, dann sind wir direkt schon an der Sphinx. Das ist ja vorteilhaft. Bedeutet aber wohl, dass wir uns hier auf jeden Fall noch, ja, sehr viel umschauen müssen. Und dort oben haben wir drei Sombrero-Guys. Yay! Sie bilden eine Band. Einen Gitarristen, jemand mit Marimbas oder nee, wie hießen die nochmal, die Rasseln? Egal, mit Rasseln und mit einer Zitharmonika. Yay! So, wir bahnen uns hier auf jeden Fall erstmal den Weg, nehmen noch alles mit, was wir kriegen können. Zack! Wobei, jetzt ist unser Album sowieso voll. Bedeutet, wir können nicht noch mehr mitnehmen. Hier haben wir an der kleinen Kralle der Sphinx noch einen Sticker, den wir leider erstmal außen vor lassen. Und bevor wir jetzt in die Haupthalle gehen, würde ich sagen, laufen wir noch einmal drumherum. Wer weiß, was wir hier noch alles zu entdecken haben. Auf jeden Fall ein Pfeil, der uns anweist, wir sollen in die Richtung gehen. Aber nein, er wird uns bestimmt nur in die Irre führen. Zack, so, deswegen gehen wir erstmal hier lang. Oh, da oben war ein KP+. Das möchte ich schon gerne haben. Denn KP+ kann man nie genug haben. Nur ist die Frage, wie kommen wir da ran? Ja, ich würde behaupten, wir gehen einfach mal hier rein. Vielleicht werden wir dadurch nach oben kommen. Oh, ein Knochentrocken. Zack, den nehmen wir direkt mit. Yay! Ich mag Knochentrocken. Vom, ja, optischen her und vom Charakter. Okay, wirklich ein Charakter hat Knochentrocken bisher nie zeigen können. Aber ich mag ihn einfach. Er ist mir sympathisch. Was nehmen wir denn hier? Was nehmen wir denn hier? Ich würde doch grob behaupten, damit wir auch dem Sombrero-Guy noch ein wenig Schaden machen, nehmen wir einfach einen Panzer, mit dem wir die Gegner zerbersten werden. Und zack, ab dafür. Oh, den Knochentrocken hat es dahin gerafft, aber der Sombrero-Guy lebt noch. Aber er ist nicht geflüchtet. Bedeutet, wir werden ihn mit einem Hüpfbuschen-Sticker eliminieren. Flutsch, flutsch, yay! Da guckst du aber dumm aus der Wäsche wie ein Blatt Papier. Nach der Wäsche. Badam, badam, bam. Yay! Oh, wir haben tatsächlich einen Sombrero-Sticker erhalten. Yay! Ich hätte ja schon gar nicht mehr, ja, dran gehofft. So, hier, die Hammerbrüder nehmen wir auch noch mit. Aber dann hatten die wirklich einen seltenen Sticker dabei und es lohnt sich dann doch, gegen die zu kämpfen. Was macht der denn? Natürlich können wir, oh doch, ja, die Informationen gerade noch aufrufen. Sombrero-Guys lassen diesen Sticker gelegentlich fallen. Wirf mit einem Sombrero nach einem einzelnen Gegner. Kommt der Sombrero dann auch nochmal zurück wie beim Sombrero-Guy? Ich bezweifle es fast, weswegen wir einfach hier wieder einen Hüpfbuschen-Sticker nehmen, um den Hammer Bros noch die verbliebenen 17 Lebenspunkte abzuziehen. Yay! Ciao! Zack! Wir haben ein Perfekt hingelegt, das gefällt mir sehr. Und dann haben wir hier noch einige Sticker am Boden hängen. Aber erstmal kümmern wir uns noch um den Hammerbruder hier. Denn, ja, warum ist es hier so dunkel? Denn er hätte uns ja ansonsten auch noch die ganze Zeit behindert. Und da hätte ich wenig Lust drauf. Und ich würde sagen, wir haben Sticker an den Hüpfpushen-Sticker. Und dann nutzen wir einfach direkt nochmal ein, um ihn definitiv zu eliminieren. Oh, was war das denn? Ups, da bin ich wohl irgendwie aus dem Takt gekommen. Entschuldigung. Aber für die 11 nehmen wir einfach jetzt einen normalen Hammer. Falls ich es hinbekomme, ich hab's ja mit meinen Hammern immer so. Zack. Oh.
Hat gar nicht mal gereicht. Und blocken kann ich auch nicht mehr. Ich bin doch ein doofer, blöder Sack. Zack. Yay, ciao. Bam, bam, bam. Yay. So, und jetzt können wir uns hier in aller Ruhe umgucken, sagte er und knochentrocken machte sich auf den Weg, um uns wieder kräftig in den Hintern zu treten. Aber wir haben ja einen Auerhammer, mit dem wir den Gegner einfach zack wegrotzen. Ciao. Er hat's überlebt. Der Fug? Gut, dann hat er das halt überlebt. Dann hier. Kriegst du den noch hinterher einen abgenutzten Hammer auf den Kopf und ciao. Bam. Yay. Ist der jetzt eigentlich stärker geworden beim zweiten Mal? Ah, wir haben einen Knochen erhalten. Sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass sich der Knochen trocken nochmal zu uns bemüht hat. So, dich ziehen wir auch nochmal ab. Ein Color-Hüpf-Pushen. Das gefällt mir sehr. Hier haben wir keinen Platz mehr im Album. Und der hat sich doch diesmal schneller aufgebaut als zuvor. Und läuft der auch schneller? Ich bin mir gerade unsicher. Egal, komm, wir nehmen den nochmal mit, denn wir wollen da hinten ja noch diesen Glitzer-Sticker, der da in der Mitte lag, sah nach einem Seriensprung aus. Und dafür brauchen wir gerade sowieso wieder ein wenig Platz. Ich räume hier mal im Inventar ein wenig auf. Platsch! Machen wir den Frühjahrsputz. Zack! Aua. Und den Auerhammer nochmal hinterher. Ja, nee, nicht den Auerhammer, den Hochhammer. Denn ich muss ja irgendwie noch damit lernen, umzugehen. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin zu blöd für den Hochhammer. Zack. So, hier wieder ein Herz, das uns ein wenig geringfügig heilen wird. Zack. Und ein Glitzer-Seriensprung erhalten. Nee, ja doch, egal. Lassen wir den liegen, wir haben genug Hüpfpushen. Und hier hinter verbirgt sich wohl ein Geheimnis. Und dann wollen wir doch mal prompt papierisieren. Und ja, es bringt absolut gar nichts. So, wie kommen wir denn dann hinter diese Wand? Wie ein Berserker rumhammern bringt nichts, aber da hinten glitzert was. Ich will das schon gerne haben. Denk nach. Ja, nerv uns nicht, Knochentrocken. Wir haben dafür gerade nicht unbedingt Zeit. Zack. So, dann nehmen wir dich noch einmal mit. Ah, wenn's denn sein muss. Normaler Sprung, ob der reichen wird. 8 Schadenspunkte. Naja, wir probieren's aus. Viel mehr bleibt uns eh nicht übrig. Zack, und es hat gereicht. Exzellent. Ciao. Badam, badam, bam. Schade, dass wir den nicht komplett eliminieren können, aber nun ja, wir haben dafür nochmal einen Knochensticker erhalten. Aber ich würde hier schon irgendwie gerne durchkommen. Moment, was wäre denn, wenn wir uns jetzt einfach hier so hinstellen? Oder wir tun so, als würden wir uns hier hinstellen. Moment, ich klebe den einfach mal auf. Zack. Och, Kersti, bring uns doch auf der anderen Seite wieder raus. Ist doch doof. Aber ich erkenne hier auch keinerlei Wege. Gut, dann gehen wir hier einfach wieder raus. Dann gibt's hier wohl nichts. Wobei, die linke Fackel ist aus. Wenn wir die vielleicht irgendwie anmachen könnten. Zack. So, hier nochmal. Kurzerhand papierisiert und dann wollen wir mal die Feuerblume hier hinkleben. Nee, das bringt gerade nichts. Hilfe! Hilfe! Haben wir denn irgendein anderes Feuer noch dabei? Ganz geschwind geschaut. Nein, 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 nein. Wir haben auch keinen Brathammer mehr. Zack! Oder Grillhammer. Oh, und dieser Knochen trocken, er nervt langsam. So, wir drehen unser ultimatives Stickerrad, denn wir wollen den Jackpot ja noch 50 Mal erhalten. Ja, so viel dazu. Es klappt sowieso nie. Haben wir noch irgendwo einen normalen Sprung? Sprung, Sprung. Ja, komm. Dann kriegst du nochmal einen Hüpfpushen-Sticker auf dein kleines Köpfchen. Oh. Krieg ich denn heute überhaupt noch was hin? Oh, ein Knochen. Trocken. Und dann nochmal einen Hammer hinterher, der dich zwar nicht vollständig besiegen wird. Oh, ich Idiot. Zack, ich krieg's irgendwann nochmal hin. Ich weiß aber nur nicht wann. Zack, so, was haben wir denn hier noch, was wir nicht benötigen? Hier, einen ganz normalen, abgenutzten, billigen Sprung, der sollte für dich reichen. Schade, ganz knapp. Und zack, nicht mal mehr blocken kann ich.
So, Konzentration. Aber hier, wir benutzen nochmal einen abgenutzten Sprung für dich, kleiner Knochentrocken. Und dann stör uns bitte nicht weiter. Nur haben wir jetzt leider, ja, einen weiteren Geheimgang gefunden, den wir auch nicht erreichen können, ebenso wie die KP+. Bleibt uns nur, dass wir uns hier noch ein wenig weiter umschauen. Aber wir werden sicherlich noch, ja, irgendwann rausfinden, wie wir denn an die ganzen Gebiete gelangen. Dann nehmen wir halt jetzt einfach den Haupteingang. Zumindest sieht es ja aus, als wäre es der Haupteingang, denn er liegt unter dem Kopf der Sphinx. Yay! Aber vorher wollen wir natürlich nochmal an die rechte Seite den kleinen Stachy hier erstmal mitnehmen, damit wir dann... Moment, können wir hier eigentlich hoch? Nee. Auch mit Springen lässt sich hier nichts bewerkstelligen. Schade eigentlich. Aber, ja, hätte ich sowieso nicht mit gerechnet. Zack! Ah, dieser blöde Stachy. Und dann auch noch direkt zwei Stück davon. Und ich würde sagen, da wir zwei, ja, Hammer haben, nutzen wir einfach mal einen Knochen. Und voll auf den Gegner geschmissen. Angriffe könnten daneben gehen, ja. Damit könnte ich rechnen. So, nee, kein abgenutzten Sprung, aber einen Eisensprung werden wir benutzen, um diesen Stachy dem Chaos zu machen. Ciao! Yay! Und dann geht's hier auch ganz geschwind weiter, denn wir wollen nur noch einige schaffen. So, erstmal einen Glitzersprung wieder bekommen. Ein paar Herzen, die sind nie verkehrt. Das KP Plus möchte ich eigentlich auch noch. So, aber dann gehen wir erstmal hier rein. Und dann wollen wir doch schauen, was wir hier haben. Wieder einen Knochen trocken. Und ansonsten ist hier gar nichts, aber wieder eine Kerze, die an ist und eine, die aus ist. Einmal papierisiert. Ich habe keine Ahnung, was dies zu bedeuten hat, aber vielleicht finden wir noch irgendein Relikt, das uns dabei helfen könnte. Hier sind auf jeden Fall beide Fackeln an. Können wir euch beide mitnehmen? Denn hier ist ja wieder eine Sackgasse. Und dort ist ein Dreieck in der Mitte des Raumes an der Wand. Ob wir da vielleicht einfach mal eine Feuerblume hinkleben sollten? Oder ein... Ey, wenig weiter rüber. Kersti, ich wollte auch noch gar nicht damit aufhören eigentlich. Ah! Aua, okay. Wir haben auf jeden Fall den Gang geöffnet. Und dann können wir uns hier weiter umschauen. Dort oben hängt wieder in der kleinen Ecke ein Sombrero-Guy. Aber wir gehen hier erstmal nach links. Denn das wäre ja genau die Richtung zum KP+. Dann springe ich hier nochmal runter, damit wir gucken können, ob hier irgendwo nochmal ein Dreieck ist. Nein, hier war aber kein Dreieck aktuell. So, wir gehen einfach mal auf Fliehen, denn ich habe jetzt nicht unbedingt nochmal Lust, hier gegen einen Knochentrocken anzutreten. Zack, da er sowieso immer wieder kommt. Und hier sind keine Dreiecke an der Wand. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall überprüft und können uns wieder zum Haupteingang aufmachen. Yay! Und ab dafür... Ich glaube, ich habe es drum gespürt, dass wir diesen Weg hier noch öfters zu sehen bekommen. No, woher kommt das nur? Wer weiß, wer weiß. So, aber jetzt erstmal wieder rein in die Sphinx und dann wollen wir jetzt erstmal die kommenden Gegner so weitestgehend auslassen. Zack. So, Moment, erstmal hier nochmal links gucken. Nee, da war nichts. Gut. Und dann geht's hier wieder weiter in unseren Raum mit dem Geheimgang. Moment, einfach mal so. Zack, so, hier war nichts mehr gut. Dann deuten wohl die Dreiecke wirklich darauf hin. Und da wir eben links waren, würde ich behaupten, gehen wir jetzt erstmal nach oben. Zack. Wenn ich den Weg denn treffe. Ach so, hier ist nur ein Geheimgang. Mit einem Sombrero-Guy. Wäre natürlich gut, wenn der auch wieder ein Sombrero für uns fallen lassen würde. Zack. Aber ja, er wird jetzt eh flüchten. Ciao. Schade eigentlich. Zack. So. Ach so, jetzt sind wir hier ganz oben. Bringt uns aber nicht wirklich viel. So, wir wollen dann nochmal gegen den Sombrero-Guy kämpfen. Werden einfach jetzt einen Hüpfpuschen-Sticker benutzen, um ihn zu eliminieren. Flutsch, 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 flutsch. Ah, da guckst du. Dumm aus der Lächel. Perfekt. Juhu. Das ist wunderbar. Und ja, dann... Nehmen wir die Münzen noch mit, gehen wieder runter. Wie wir dort oben an den Hüpfpuschen-Sticker gelangen sollen, ist mir ein Rätsel. Aber ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Wir nehmen hier nochmal einen Glitzerhammer ganz schnell mit.
und laufen dann geschwind hier weg. Moment, war hier auch noch eine Tür? Oh, ein Durchgang. Den hat man aber kaum erkennen können. Das verheißt natürlich Gutes. Wo mag er uns wohl nur hinführen? Auf jeden Fall nach draußen ins Freie. Und manchmal frage ich mich echt, wie man an bestimmte Blöcke denn gelangen soll. Das ist doch teilweise unmöglich. Ich ignoriere es einfach, okay? Wir gehen hier nach draußen. Ah, und wo sind wir nun hier? Ziel erfasst. Ach nö. Hier wollte ich doch noch gar nicht hin. Wenn jetzt hier schon der Komet ist, könnte das zum Nachteil werden. Aber ich glaube sowieso, hier gibt es einen, ja, versteckten Ausgang auch noch. Ich wiederhole, Ziel erfasst. Panzerkick 1 hat Sichtkontakt, over. Panzerkick 2 in Alarmbereitschaft, Ziel scheint gepanzert, over. Panzerkick 3, Feuer frei, den jagen wir hoch, over. Feuern nach eigenem Ermessen, over. Direkt hinter dir, over. Direkt hinter dir, over. Panzerattacken eröffnen. Dann kommt mal her, ihr kleinen Paracoopers. Ihr werdet nicht die geringste Chance gegen uns haben. Wir werden euch eliminieren. Und zwar mit einem sehr, sehr schönen... Wo ist unser Seriensprung? Warum haben wir nur noch einen Glitzer-Seriensprung? Den möchte ich nicht benutzen. Egal, dann nutzen wir einfach ein Hüpfpushen für den ersten und zack. Ach, wir hätten das Roulette-Rad auch noch drehen können. Ist mir gerade so zu spät eingefallen. Ciao. Aber egal, der erste ist down, dann müssen wir hier nur noch richtig blocken. Und richtig blocken ist ein gutes Schlagwort, denn das kriege ich irgendwie seit neuestem nicht mehr auf die Reihe. Zack. So, wir wollen dann einfach mal einen Pilz benutzen, der uns denn heilen soll. Unsere KP wieder regenerieren. Dankeschön. Plus 20 und ja, dann wollen wir jetzt hier die Attacken diesmal blocken. Und flutsch. Naja, fast. Immerhin besser als in der Runde davor. Was nehmen wir denn? Wir nehmen hier einfach nochmal einen Hüpfpushen-Sticker für den... Oh, ich habe schon wieder vergessen, das Stickerrad zu drehen. Und das läuft heute nicht ganz so wie geplant. Und zack, aua, voll auf die Fresse haben wir bekommen. Aber... So, jetzt erstmal das Stickerrad drehen. Zack. Zack. Ja, wir haben wieder einen Jackpot. Juhu. Gift in jeder Runde. Okay. Es ist nicht ratsam, mit dem Giftpilz einen Jackpot zu schaffen. Ich wusste, dass mir das nicht irgendwie so einfach gegönnt wird, irgendetwas Gutes mal hinzubekommen. Aber was ich lustig finde, der Paracooper hat seine Flügel verloren. So, wir nutzen einfach ein Hüpfpushen, ein Eisensprung und danach nochmal ein Hüpfpushen. Ja, wir sind bereit. Flutsch, flutsch, yay! Du kriegst voll auf die Schnauze. Zack! So, und damit wartet nur noch ein Paracooper. Flutsch, 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 yay! Der hat knapp überlebt, landet aber gen Boden. Wir haben ihn dadurch, dass wir ihn berührt haben, auch vergiftet. Zack! Und werden ihn aber auch in dieser Runde noch nicht lange leiden lassen. Denn wir schicken ihn hinfort. Zack! Kampf verloren, over! Yay! So. War ja irgendwie klar, dass wir hier jetzt nicht ohne weiteres hochkommen. Was haben wir hier? Irgendein Gebilde, das wir aber auch nicht erreichen können. Gut, so nah und doch so fern. Aber ich würde behaupten, an dieser Stelle beende ich dann erstmal den Part und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder, wenn wir, ja, versuchen, einen optionalen Weg zu diesem Kometen zu finden. Also, bis denn. Ciao!